Guten Abend, liebe Kinder. Heute werde ich wieder ich euch als guter Geschichtenopa eine tolle Anekdote und Geschichte aus meinem schlauen Buch vorlesen. Heute geht es um die Geschichte der Kreuz- und Schwarzritter. Diese Geschichte trug sich übrigens um 2000 vor Jo Olli Wer ist zu. Jolli? Jo Olli ist ein YouTuber, der gerne kleine Kinder so wie euch an den Geschlechtsteilen befummelt. Okay. Ja, das ist, dieser Typ ist einfach nur widerlich. Aber da, zu dieser Zeit aber, war ein schlauer Wahrsager im Lande, der auch zu dieser schrecklichen Person ein tolles Gedicht erfand. Man nennt es heute die Anekdote von Jo Olli. Von der habt ihr bestimmt schon mal was in eurer Schule gehört, liebe Kinder. Aber So. ich muss ganz kurz Nun. überlegen, ja. Sehr gut aufgepasst, klein Johnny. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall, ja. Die Kreuzritter und die Schwarzritter waren leider keine guten Freunde. Immer wieder haben sie Zoff miteinander, hatten sich in den Haaren und irgendwann auch fingen Habe ich sie gesagt, in an. der Haare? Was? Habe ich gesagt, in der Haare? Nein, du hast nichts in den Haaren, klein Johnny, weil du hast ein Pinguinkostüm an und halt die Fresse, Mann. Ah. Unfähige Kinder heutzutage, Mann. Okay, auf jeden Fall, es geht weiter. Guck dir kleinen Wilhelm an, er sitzt ganz normal in seinen Eichhörnchenkostümen und macht nichts. Nimm dir ein Beispiel an ihn, nimm dir ein Beispiel. Aber der So. ist kein gutes Beispiel. Sei jetzt nice, klein Johnny. So, auf jeden Fall, irgendwann fingen die Kreuzritter an, die Burg der Schwarzritter abzuzünden. Das fuckte die Schwarzritter extrem ab, worauf sie sich entschlossen, in die neue Welt zu fahren. Doch das Blöde war, die Kreuzritter waren auch auf die Idee gekommen. Plötzlich sahen sie mitten auf größter Tiefsee einen Frachter der Kreuzritter und diesen machten sie mal so richtig schön mit Bomben und Granaten in deutsche Wohnen kaputt. Entschuldigung, da habe ich leider die falsche Stimmlage erwischt. Upsi-dupsi, da bin ich wohl in mein altes Ich verfallen. Auf Oh, was jeden ist mit Fall. dir los? Entschuldigung, ich war früher in der Wehrmacht. Ich meine ja. Es ist egal, liebe Kinder. Auf jeden Fall. Ja, irgendwann kamen die Schwarzritter dann in der Welt an, aber wir merkten, ach Menno, wir haben nicht die gesamten Kreuzritter ausgelöscht, entschuldige ich bitte die Verwechslung, sondern wir haben nur einen Frachter mit hilflosen, versklavten Dorfbewohnern, getroffen. Das Problem war jetzt leider, die Kreuzritter waren schon wie gesagt vorher da und haben sich schon ein bisschen eingefunden in die neue Welt. Aber die Schwarzritter, so treu und tapfer wie sie waren, haben natürlich auch ihren Mut zusammengenommen und haben sich in einer Welt, die, sagen wir so, vom chinesischen Baustil und Erscheinungsbild geprägt war, Hä, zurechtgefunden was? und eben. China? Hast du was gegen Chinesen, klein Johnny? Du scheiß Rassist! Meine Fresse, genau, du bist so einer, der wo mit seiner Mutter jeden scheiß Freitag zum Bazar fährt. Hör jetzt auf! Hör jetzt auf zu heulen, du Scheißlusche! Nein, Wilhelm, hör auf, ihn zu provozieren. Ich mach das. Du nicht. Du bist doch zu klein dafür. Bleib nicht mal in deinem kleinen Eichhörnchenkostüm da sitzen und tu dir das Ganze nur mit viel Scham an. Klein Johnny! Freu mich nicht Genau, du bist an. so jemand, der jeden Freitag mit seiner Mutter zum Wasserpalast geht und sagt, ich hätte bitte gerne die Nummer 12, liebe China-Frau. Mit den Glückskeksen. Aber jetzt hier war, ja, Glückskekse schmarotzt du auch noch. Aber jetzt hier gegen die armen Chinesen hetzen. Das geht mir sowas von gegen den Strich, klein Johnny. Wie du gehst auf den Strich. Klein Johnny, wieso tust du alles zweideutig sehen? Wenn deine Mutter hier später reinkommt, werde ich mal ein ordentliches Gespräch mit dir führen. Auf jeden Fall. Lange Zeit ist es nun verstummt in unseren tapferen zwei Heldenteams. Nun jetzt haben sie sich entschlossen, wieder zu erscheinen. In einen Schlachtplan und Schlachtkrieg, der sich international und überall in den Geschichtsbüchern als Imperio eingebrannt hat. Mit dem Imperium.
Ein Minecraft-Projekt, ein Schlachtplan, die Revolution der Menschheit. Okay. Okay. Und alles, was man damit verbindet. Die Neugeburt Jesus Christus. Die Wiedergeburt Stalins. Ups, da bin ich wohl wieder in mein altes Eck verfallen. Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's gut. Ich muss noch mal ein kleines, LSD, ich meine natürlich, mein kleines Geschichtsbuchlager wieder aufräumen. Nun, das war genug für heute Geschichte. Nun, geht denn fort, liebe Kinder. Aber und die Geschichte hat erst angefangen. Ja, wir werden in Zukunft mehr von den tapferen zwei Heldenparteien erfahren. Nun, jetzt zieh den fort. Jetzt? Ihr habt nicht für mehr bezahlt, geht's raus! Meine Freunde! Und auch du, klein Wilhelm! Geht jetzt raus! Tschüss! Erstmal hier ein Bier aufmachen, Allah! Okay. Okay, beruhig. Ruhig, Blut. Okay. Flo denkt sich auch noch so, was ist mit uns los? Okay. Wir müssen jetzt langsam die Geschichte aufnehmen, die vor 2 Jahren abgespielt. Nein, vor 2000. Vor 2000, okay? Nein, doch, jetzt einfach. Nee, ich sag einfach vor langer Zeit. 2000. Ich sag einfach irgendwann vor Christus. Vor 2000 vor Christus. Okay. Ja, 2000 vor Olli. 2000 vor Olli. Ja, 2000 vor Olli. Guten Abend, liebe Kinder. Ich werde euch heute wieder als Geschichtenopa eine kleine Geschichte und Anekdote aus meinem Geschichtenbuch erzählen. Na, heute erzähle ich euch... Du hast einfach... Sprachen lernen, Bubble. Magst du lachen? Nee, mag ich nicht. Also nochmal zurück. Alter, das kann man echt gut beim Outtake machen. Ich glaub, ja, man kann echt Outtakes reinmachen. Okay. 3